Ja, danke schön. Eins möchte ich vorwegschicken: Ich bin keine Expertin auf dem Gebiet der Tierrechte und der Tierethik. Und wie Sie gerade der sehr netten Vorstellung entnommen haben, bin ich tätig auf dem Gebiet der politischen Theorie, einem Feld, das sich erst in allerjüngster Zeit der Rolle, die Tiere in der Politik spielen, überhaupt zugewandt hat. In meinen bisherigen Arbeiten habe ich mich jedoch mit der Frage beschäftigt, welchen Beitrag literarische Texte zum Verständnis der Politik leisten können. Ob also die Literatur uns helfen kann, politische Probleme und Fragen besser zu verstehen. Es geht dabei auch immer ein wenig um die Spannung zwischen Philosophie und Literatur, darum, ob nicht eine theoretisch abstrakte Herangehensweise an Fragen der Politik uns manchmal blind macht und unseren Blick von wesentlichen Dingen ablenken kann. Viele Theoretiker, die auch dieser Meinung sind, wie zum Beispiel Richard Rorty, Hannah Arendt oder Stanley Cavell, beziehen die Literatur wie ich finde, sehr überzeugende Weise in ihr Werk ein und zeigen uns, wie fruchtbar es sein kann, gleichsam dichterisch über politische Fragen nachzudenken. Mein Zugang zu dem Thema der Ringvorlesung, der Mensch-Tier-Ethik oder, wie ich es mir selbst übersetze, die Frage der moralischen Beziehungen zwischen Menschen und Tieren, ist die Frage, inwiefern uns die Literatur oder anders gesagt eine dichterische Haltung zur Welt uns helfen kann, die Beziehungen zu Tieren und vielleicht zur natürlichen Welt im Allgemeinen besser zu verstehen, zu durch- und zu überdenken und vielleicht sogar zu verändern. Erlauben Sie mir eine eher persönliche Vorbemerkung. Auch wenn ich keine wissenschaftliche Expertin im Feld der Tierethik bin, so spielt das Thema in meinem Leben seit längerem eine Rolle. Und in meinen jetzt fast 20 Jahren als Vegetarierin blicke ich auf sehr viele Auseinandersetzungen um die richtige Ernährungsweise zurück. Und das sage ich jetzt nicht, um meine Legitimation zu erhöhen, heute hier vorne zu stehen oder mich gerade auf die moralisch richtige Seite zu stellen. Ich fürchte auch, mein Vegetarismus reicht dafür auch gar nicht wirklich aus, sondern um meine Motivation zu schildern und Ihnen im Grunde das genaue Gegenteil mitzuteilen. Ich glaube, dass wir beim Thema der Tierethik, wie bei jedem Thema, das unsere Lebensführung betrifft, jeden moralischen Rigorismus vermeiden sollten. Mir scheint das Problem zu sein, dass tierethische Debatten dazu neigen, rigoros und grundsätzlich zu werden, was meiner Wahrnehmung nach daran liegt, dass uns das Thema, egal welchem Lebensstil und welcher Ernährungsweise wir selber anhängen, persönlich immer sehr nahe geht, weil es immer unser alltägliches Handeln und unsere eigenen Gewohnheiten betrifft. Zugleich erscheint die Frage der Tierethik auch immer irgendwie wahnsinnig abstrakt. Gerade weil wir zu den Tieren, um die es geht, also in erster Linie die Nutztiere in Massentierhaltung und in den Laboren in der Regel keine direkte, sondern eine bloß über den Konsum vermittelte Beziehung haben. Wir erleben und sehen das Leiden und Sterben der Tiere, die oder deren Produkte wir essen und nutzen, im Alltag nicht, wenigstens die meisten von uns. Ich vermute stark, dass diese Spannung zwischen der persönlichen Betroffenheit in Bezug auf die Lebensführung und die Abstraktheit der ökonomisch vermittelten Beziehungen zu den Nutztieren viel zu der Schwierigkeit beiträgt, über Tierethik zu sprechen. Und genau von dieser Spannung handelt der literarische Text, über den ich heute zu Ihnen sprechen müsste. J.M. Coetzees, wie er, glaube ich, heißt oder ausgesprochen wird, The Lives of Animals. In einem ersten Schritt gebe ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung und Beschreibung des Textes von Coetzee. Das Spannende, wie ich finde, an dem Text ist, dass er mehrfach Gegenstand philosophischer und tierethischer Debatten geworden ist. In einer gewissen Zuspitzung lassen sich die Autoren in dieser Debatte in zwei Gruppen einteilen. Einmal die auf der einen Seite, die davon ausgehen, dass Coetzee in dem Text eine tierethische Position formuliert, die er seiner Protagonistin, die heißt Elisabeth Costello, bloß in den Mund legt. Zwei dieser Autoren, nämlich Amy Gutmann und Peter Singer, werde ich Ihnen im zweiten Schritt dann vorstellen. Und dann gibt es Autoren, die Coetzees Text als Literatur lesen und in der Bewertung zu einem etwas anderen, wie ich finde, etwas fruchtbareren Ergebnis kommen. Dass nämlich der Text nicht bloß eine übrigens ziemlich rigorose tierethische Position enthält, sondern zudem versucht, um zu untersuchen, wie es der Protagonistin Elisabeth Costello ergeht, indem sie eine solche Position vertritt. Das ist eine etwas andere Frage. Und vielleicht könnte man noch mehr sagen. Die literarische Form, also die literarische Sprache, stößt eine weitergehende Reflexion an, indem sie unsere Vorstellungskraft und ein Gespür für unsere eigene Verletzlichkeit erweckt. Mit Cora Diamond stelle ich Ihnen im dritten und letzten Schritt eine Autorin vor, die genau diese Position vertritt. Also, ich komme zum ersten Teil. J.M. Coetzees, The Lives of Animals.
Ganz kurz zum Autor, J.M. Coetzee. Super kurz, er hat 2003 den Nobelpreis für Literatur erhalten und eines seiner berühmtesten Werke ist der Roman Schande oder Disgrace im Englischen. Und auch in diesem Roman geht es an vielen Stellen um die Frage der Tiere, vor allem aber vielleicht um die Frage der Gewalt. Das ist ein lohnenswertes Buch, aber das werde ich heute nicht behandeln, sondern nur diesen Text, The Lives of Animals. Es handelt sich dabei um zwei Vorlesungen, die Coetzee ursprünglich im Rahmen der Tenner Lectures on Human Values an der Princeton-Universität, und zwar am 15. und 16. Oktober 1997, gehalten hat. Ziel der Tenner Lectures ist es, die großen ethischen Fragen der Menschheit zu behandeln und zu thematisieren. Coetzee tut es auf recht ungewöhnliche Weise. Seine zwei Vorlesungen trägt er in Gestalt zweier Erzählungen vor, in denen der fiktionale Charakter Elizabeth Costello die Hauptrolle spielt. In beiden Erzählungen ist Elizabeth Costello, eine berühmte australische Schriftstellerin im fortgeschrittenen Alter, an ein fiktives amerikanisches College eingeladen, zwei Vorträge mit einem Thema ihrer Wahl zu halten. Es handelt sich also gewissermaßen um zwei Vorträge innerhalb von zwei Vorträgen. Der Text enthält in Gestalt dieser Vorträge und Diskussionsbeiträge durchaus Fragmente, wie ich sagen würde, einer philosophischen Auseinandersetzung. Aber er ist selbst keine philosophische Abhandlung, da zum einen Elizabeth Costello selbst vielfach sprunghaft und zum Teil vielleicht sogar widersprüchlich argumentiert, aber auch, weil ihr innerhalb des Textes an vielen Stellen widersprochen wird. Zum Teil sind das sachliche Gegenargumente, aber manchmal handelt es sich auch um eine vielleicht ungerechte Ablehnung ihrer Person, etwa aus dem Munde ihrer Schwiegertochter Norma. Das Besondere an der Figur Elizabeth Costello ist aber, dass sie gar nicht in Anspruch nimmt, eine wirklich geschlossene tierethische Position vorzutragen oder zu begründen. Sie spricht nicht vom unparteilichen Standort einer sachlich Argumentierenden, sondern im Grunde als zutiefst Betroffene von dem Problem selbst. Costello vergleicht sich in einem ihrer Vorträge selbst mit einem Tier, allerdings mit einem Tier aus der Literatur, mit Kafkas Rotpeter, dem Affen aus dem Bericht für eine Akademie. Einem Tier, das sich das Menschsein antrainiert hat und der gewissermaßen ein Grenzgänger ist zwischen dem Tier und dem Menschsein. Nun ein Zitat aus dem Text. Gleich zu Beginn möchte ich sagen, dass meine Bemerkung, die Bemerkung, dass ich mir wie Rotpeter vorkomme, so nicht gemeint war. Und zwar, das war nicht ironisch gemeint, es ist wörtlich gemeint. Ich bin eine alte Frau. Ich habe keine Zeit mehr zu sagen, was ich nicht meine. Costello äußert zudem in ihrem Vortrag eine sehr deutliche Kritik an der vorherrschenden Art und Weise, Moralphilosophie zu betreiben, die auf die Kraft vernünftiger Argumente setzt. In Costellos Augen entfaltet ein anderes Vermögen die größere moralische Überzeugungskraft, das Mitgefühl und die literarische Einbildungskraft. Costello wendet sich gegen die, also zugleich auch gegen die, zum Beispiel von Thomas Nagel vorgetragene Auffassung, dass sich Menschen nicht in Tiere hineinversetzen könnten. Und sie sagt, das ist jetzt das nächste Zitat, wenn wir an unseren eigenen Tod denken können, warum in aller Welt sollten wir dann nicht in der Lage sein, uns in das Leben einer Fledermaus hineinzuversetzen? Vielleicht kennen Sie alle den Text von Thomas Nagel, What is it like to be a bat? Das Entscheidende ist doch jetzt, aber dass Costello selber unter dieser Vorstellungskraft immens leidet. Sie kann nicht mehr vergessen, was wir den Tieren antun. Diese gleichsam animalische Empfindungsfähigkeit führt sie im Laufe des Textes immer wieder dazu, den Vergleich zwischen dem Holocaust und dem, was Tieren in unserer Gesellschaft angetan wird, zu ziehen. Zwar erkennt Costello, dass dieser Vergleich nicht unproblematisch ist, weil es sich hier um ein, wie sie selber sagt, billiges Punktesammeln handele, um eine Polemik, die eher verhindert, miteinander über das Thema zu sprechen. Doch sie kommt immer wieder darauf zurück und führt den Vergleich auch in ihrem zweiten Vortrag und in Gesprächen erneut an, als könne sie gleichsam nicht anders. Als Reaktion auf den Vergleich erhält Costello im Text einen Brief eines ebenfalls etwas älteren Dichters. Diesen Brief habe ich auch mitgebracht und werde ihn vorlesen. Werte Miss Costello, Mrs. Oh. Entschuldigen Sie bitte, dass ich dem Dinner gestern Abend ferngeblieben bin. Ich habe Ihre Bücher gelesen und weiß, dass Sie ein ernstzunehmender Mensch sind. Deshalb erweise ich Ihnen die Ehre, ernst zu nehmen, was Sie in Ihrer Vorlesung gesagt haben. Sie haben den gängigen Vergleich der ermordeten Juden Europas mit geschlachtetem Vieh für Ihre Zwecke übernommen.
Die Juden starben wie Vieh. Deshalb stirbt das Vieh wie die Juden, sagen sie. Das ist ein Jonglieren mit Worten, das ich nicht akzeptieren will. Sie verstehen das Wesen von bildlichen Vergleichen falsch. Ich würde sogar sagen, sie verstehen absichtlich falsch und gelangen an den Rand der Blasphemie. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen, aber Gott ist nicht das Abbild des Menschen. Wenn man die Juden wie Vieh behandelte, folgt daraus nicht, dass Vieh wie Juden behandelt wird. Diese Umkehrung beleidigt das Andenken der Toten. Sie bedeutet auch die Gräuel der Lage auf billige Weise. Sie beutet auch die Gräuel der Lage auf billige Weise aus. Verzeihen Sie mir meine Offenheit. Sie haben gesagt, Sie seien zu alt, um Zeit auf Verbindlichkeiten verschwenden zu können. Und auch ich bin ein alter Mann. Hochachtungsvoll, Abraham Stern. Elizabeth Costello antwortet in dem Text auf diesen Brief nicht. Ja, sie scheint nicht ganz zu begreifen, dass sie selbst blind ist für die moralischen Gefühle derjenigen, für die der Holocaust eine offene Wunde ist. Sie sieht im Grunde nur ihre eigene Verlorenheit. Am Ende des Textes gesteht sie das ihrem Sohn gegenüber ein. Sie sagt, wie sehr sie unter ihren eigenen Empfindungen leidet und wie isoliert sie sich dadurch fühlt. Sie sagt, es hat den Anschein, als bewegte ich mich völlig ungezwungen unter den Menschen, als hätte ich völlig normale Beziehungen zu ihnen. Ist es denn möglich, frage ich mich, dass sie alle an einem Verbrechen unvorstellbaren Ausmaßes teilhaben? Fantasiere ich mir das alles zusammen? Ich muss wohl verrückt sein, aber tagtäglich sehe ich die Beweise. Leichen, Leichenteile, die sie mit Geld gekauft haben. Alle anderen finden sich damit ab. Warum kannst du es nicht? Dieses Du ist jetzt auf sie selber bezogen. Und damit endet der Text. Also nicht ganz, dann sagt noch ihr Sohn, husch, husch, bald ist es vorbei, was auch eine sehr zweideutige Aussage ist. So, ich komme zu meinem zweiten Teil, den ich genannt habe, der Text als Argument. Und zunächst zu Amy Gutman. Sie liest den Text nicht als Erzählung, sondern so, als enthalte er in erster Linie eine philosophische Argumentation. Und sie sagt, in the frame of fiction, could the story of Elizabeth Costello's visit to Appleton College contains empirical and philosophical arguments that are relevant to the ethical issue of how human beings should treat animals. Sie rekonstruiert den Gehalt von Kurzis Text so. Erstens, es gäbe keine Entschuldigung für den Mangel an Empathie gegenüber Tieren, denn es gäbe keine Grenzen der Vorstellungskraft, sich in ein anderes Wesen hineinzuversetzen. Dennoch verweigerten die meisten Menschen diesen Perspektivwechsel in Bezug auf Tiere. Zweitens handelt es sich bei dem Text um eine Kritik der Philosophie, denn nur die Literatur könne es leisten, die Vorstellungskraft und Einfühlungsgabe zu wecken, die nötig sei, um ethische Gefühle gegenüber Tieren überhaupt erst zu entwickeln. Natürlich entgeht die fiktionale Form von Kutzis Lecture Amy Gutman nicht. Die Funktion der Erzählung sei dabei jedoch lediglich eine interessante Verpackung für die eigentliche tierethische Aussage des Textes zu sein. Inhaltlich trägt die Form der Erzählung Gutman zufolge also eigentlich gar nichts Eigenständiges, Erkenntnisförderndes bei. Eine ähnliche Position vertritt Peter Singer, der als Antwort auf Kurzis Buch oder Text selbst eine Kurzgeschichte schreibt, in der ein Protagonist Peter mit seiner Tochter Naomi am Frühstückstisch spricht. Der fiktive Peter soll Kurzis Tenor Lectures kommentieren und spricht mit seiner Tochter über die Schwierigkeiten, die er mit diesem Text hat. Singer verteidigt in seinem Text die Philosophie scharf gegen die Literatur. Er sagt, call me old-fashioned then, but I prefer to keep truth and fiction clearly separate. Für ihn ist die Literatur keine Form, in der man sich ernsthaft über Tierrechte und andere ethische Fragen verständigen könnte, da die Literatur keine rational-argumentative Struktur aufweise. Kurzi könne sich immer hinter Elizabeth Costello verstecken. Und wenn Costellos Argumentation auf Abwege gerate und er sagt, das tut sie, dann könne er sich eine andere Gestalt nehmen, zum Beispiel die Schwiegertochter Norma, und dann diese Norma, die Costello kritisieren. Aber gleichzeitig wird dabei unklar, welche Position der Kurzi selber vertritt. Für Singer garantiert das Argument und eben nicht das Gefühl die moralische Überzeugungskraft einer Aussage. Gefühle sind für ihn eher irreführende Gegenstände. Wer behauptet, dass Emotionen eine führende Rolle in unseren moralischen Beziehungen spielen sollten, dann erinnere ihn dies an Hermann Göring, der gesagt habe, ich denke mit meinem Blut. Am Ende dieses Textes von Singer hat man das Gefühl,
dass er sich mit dem Text von Cuzzi aber gar nicht so richtig ernsthaft auseinandersetzt. Die Argumente, die Costello vorträgt, hält er erstens für schwach und zweitens verstecke sich, wie ich eben schon gesagt habe, Cuzzi hinter seiner Protagonistin, indem er in der Form einer literarischen Erzählung antwortet, aber selbst die Literatur gar nicht als Bühne einer ernsthaften Auseinandersetzung begreift, entzieht er sich gewissermaßen der Diskussion und dem Gespräch über Cuzzis Text. Dabei scheint er den Reflexionsgewinn, der durch die literarische Distanzierung überhaupt erst möglich wird, Reflexionsgewinn, das ist jetzt hier eine Wendung von Michael Hampe, den ich übernehme, das scheint er gar nicht zu sehen und nicht zu berücksichtigen. Zum Glück gibt es noch andere Interpretationen, zum Beispiel von Cora Diamond, die den Text als Literatur liest. Der Text, also die Auseinandersetzung von Diamond, ist darum interessant, weil sie im Grunde an zwei Punkten ansetzt. Zum einen nutzt sie Cuzzis literarischen Text, um ihre eigene tierethische Position zu entfalten und zu reflektieren. Den Text nur als Verpackung von Argumenten zu sehen, verstellt den Blick auf die literarische Qualität, die eine gerade andere Erkenntnis ermöglicht. Sie sagt, man soll keine Ideen und Argumente aus dem Kontext herausreißen, so als wären sie bloß in die Erzählform gekleidet worden, um sie uns auf diese Weise nahezubringen. Der zweite interessante Punkt ist, dass sie tierethische Ansätze wie die von Peter Singer gleichzeitig auch kritisiert, die zum einen nach der Begründung von Tierrechten fragen und dann entwickelt sie ausgehend von dieser Kritik eigene tierethische Überlegungen. Wir sollten uns nämlich ihrer Meinung nicht darauf beschränken, zu fragen, welche Eigenschaften von Tieren moralisch relevant sind, sondern Diamonds Einwand basiert auch auf einer ziemlich grundlegenden Kritik der Moralphilosophie. Es gäbe, so Diamond, eben nicht die eine Art und Weise des moralischen Denkens, sondern viele verschiedene Formen und nicht alle haben eben die Gestalt vernünftiger Begründungen. Mithilfe der Literatur, die in Diamonds Augen zwar nicht alle unsere Probleme löst, aber uns aufmerksam macht für die Schwierigkeiten, die Wirklichkeit angemessen wahrzunehmen und darzustellen, will sie zeigen, dass uns unsere moralischen Gefühle und der Versuch, die Wirklichkeit angemessen wahrzunehmen, in sehr schmerzhafte Konflikte bringen kann, die wir häufig nicht mit dem Erkennen von moralischen Prinzipien auflösen können. Und sie sagt hier im nächsten Zitat, in Bezug auf diesen Text, Elizabeth Costello ist eine Frau, die gequält wird von den Gedanken an die schrecklichen Dinge, die wir Tieren antun. Cuzzi ermöglicht uns den Blick auf eine zutiefst verstörte Seele und diesen Blick stellt er in einen komplexen Zusammenhang. Diamond beschreibt also Elizabeth Costello als eine versehrte Person. Sie ist versehrt von den Dingen, die wir Tieren antun, aber sie ist nicht nur davon versehrt, sondern auch davon, wie wenig dieser Gedanke anderen Menschen etwas ausmacht. Ein weiteres Zitat. Wir sehen sie, also Elizabeth Costello, als jemanden, der durch dieses Wissen, dieses Entsetzen ebenso versehrt ist, wie durch das Wissen, wie wenig der Gedanke anderen Menschen etwas ausmacht. Gut, das habe ich gerade schon gesagt, vorweggenommen. Diese Wunde markiert und isoliert sie. Nach Diamonds Interpretation geht es in Cuzzis Vorträgen also nicht einfach um den Versuch, gleichsam durch den Mund von Elizabeth Costello eine bestimmte Position zur Tierethik zu formulieren, sondern es geht auch darum zu erkunden, wie es dieser Protagonistin ergeht, wie diese äußerst sensible und, wie wir sehen werden, sicher nicht unproblematische Haltung, die sie an den Tag legt, mit ihr und den Menschen, denen sie begegnet, was sie damit macht. Es lässt uns, wie Diamond sagt, eine Schwierigkeit der Wirklichkeit sehen. Oh. Da war ich zu schnell. Die Schwierigkeiten des menschlichen Lebens im Verhältnis zum Leben der Tiere, des Grauens, das wir anrichten und des Grauens, das darin liegt, dass wir unser Tun aus dem Bewusstsein streichen. Die Erzählung weist uns jedoch auch darauf hin, dass auch Costellos literarischer Blick diese Schwierigkeit der Wirklichkeit nicht einfach aufhebt, also die Schwierigkeit dadurch nicht behebt, dass sie literarisch darauf schaut. Sie sieht nämlich nicht, was die anderen, ebenso ernsthaften und sensiblen Menschen, wie dem Dichter Abraham Stern antut, indem sie den Holocaust als Bild für das, was wir Tieren antun, aufruft. Wichtig für Diamond ist jetzt hier, dass wir uns mit dieser Schwierigkeit auseinandersetzen und sensibel und offen bleiben für eine Erfahrung der Wirklichkeit. Sie nennt das unser Ausgesetztsein. Das meint, dass wir uns nicht auf sichere Prinzipien und Gewissheiten stützen können.
Wir haben eher die Verantwortung, mit dieser unsicheren Situation umzugehen und irgendwie einen Modus wie Wendy zu finden. Und der ist, wie Diamond sagt, vielleicht bestenfalls eine bitterschmeckende Form von Kompromiss. Als Elizabeth Costello in der Erzählung für ihre moralische Überzeugung und Lebensweise gelobt wird, das passiert auch an einer Stelle, dann antwortet sie, dass sie diesen Respekt sicher gar nicht verdiene, denn sie trage schließlich auch Lederschuhe und auch eine Handtasche aus Leder. Das wäre so ein Beispiel für diese Schwierigkeit. Die Auseinandersetzung mit Kutzi und Diamond weist uns vielleicht darauf hin, dass es sich bei ethischen Fragen und ganz besonders bei der Frage der Mensch-Tier-Ethik um Probleme handelt, die nicht immer und ohne weiteres durch die Formulierung bestimmter Prinzipien geklärt werden können. Ich glaube auch nicht, dass Sie damit sagen wollen, dass es unmöglich sei, sich auf bestimmte Regeln und Gesetze zu einigen, die die Beziehungen zwischen Tieren und Menschen regeln, sondern vielmehr, dass wir in solchen Fragen, die immer auch uns selbst und unsere Lebensweise betreffen, auf die Forderung nach moralischer Disziplin verzichten sollten. Auf moralische Disziplin zu verzichten heißt dabei, jetzt in den Augen von Kutzi und Diamond, und ich schließe mich eigentlich an, dabei nicht dem Relativismus Tier und Tür und Tor zu öffnen. Es scheint geradezu das Gegenteil zu bedeuten. Wer moralische Prinzipien formuliert und begründet, schafft sich selbst einen guten Platz, auf dem er stehen und von dem er aus andere beurteilen kann. Eine solche Haltung verschließt jedoch die Möglichkeit zum Gespräch, manchmal zumindest, und schneidet uns von der Wahrnehmung anderer Wirklichkeiten und Wahrnehmungen ab. Ich habe das Gefühl, dass die Haltung, die Kutzi und Diamond hier einnehmen, mehr von dem Schrecken zulässt, den der Umgang mit Tieren in unserer Zivilisation erzeugt. Cora Diamond spricht hier von einem Gefühl dieses eben Ausgesetztseins, dem Gefühl der körperlichen Angreifbarkeit, die wir mit den Tieren eben teilen. Und ich möchte schließen und langsam zum Ende meines Vortrags kommen mit einem noch mal etwas längeren Zitat von Cora Diamond über eben diese Form der Ausgesetztheit. Das Bewusstsein, dass wir alle von unserer Körperlichkeit, unserer lebendigen Aufgeschlossenheit für die Welt haben, bringt es mit sich, dass wir uns in der Angreifbarkeit durch den Tod, einer rein animalischen Angreifbarkeit, einer Angreifbarkeit, die wir mit den Tieren gemein haben, körperlich ausgesetzt fühlen. Diese Angreifbarkeit kann uns in Panik versetzen. Die Fähigkeit, diese Angreifbarkeit überhaupt einzugestehen, verletzt uns. Erst recht, wenn wir die Gemeinsamkeit einräumen. Doch dass wir angesichts dessen, was wir den anderen Tieren antun, diese Gemeinsamkeit mit ihnen einsehen, kann uns nicht nur panische Angst einjagen, sondern es kann uns auch in der gleichen Weise isolieren, in der Elizabeth Costello isoliert ist. Costello ist darum vielleicht nicht einfach als moralisches Vorbild zu sehen, ganz gewiss nicht, denn ihre Empfindsamkeit führt sie nicht nur in die Isolation, sondern macht sie auch blind für andere Aspekte menschlicher Wirklichkeit, zum Beispiel gegenüber der Wirklichkeit des Holocaust und den menschlichen Gefühlen, oder menschlich sagen, den moralischen Gefühlen von Überlebenden. Was kann man jetzt also sagen? Was lernen wir aus der Auseinandersetzung mit dieser Erzählung von Kutzi? Ich kann eigentlich nur sagen, was ich selber hiervon mitnehme, aus dieser Auseinandersetzung. Wie wichtig es ist, den Raum des Gesprächs über das, was unser Umgang mit Tieren, mit uns selbst macht, offen zu halten oder überhaupt erst zu öffnen. Das ist etwas, das die literarische Form und vielleicht auch so etwas wie eine literarische Haltung zu leisten vermag. Was ich sonst noch mitnehme, ist, dass es hier in erster Linie um uns selbst geht, um die Frage, wer wir selber eigentlich sind. Konkrete Tiere tauchen in der Erzählung und auch in der philosophischen Debatte eigentlich, also die ich referiert habe in Bezug auf diesen Text, eigentlich nicht so richtig auf. Das ist ein bisschen irritierend. Und drittens und abschließend möchte ich einen Gedanken in den Raum stellen, den ich von Richard Rorty entlehne und auf die Frage einer Tierethik anwenden möchte. Vielleicht ist es sinnvoll, unsere tiefe individuelle Betroffenheit vom Leid der Tiere und die damit verbundene Frage, wer wir sind und wie wir leben wollen, zunächst einmal zu trennen von der politischen Frage, auf welchen Umgang mit Tieren wir uns im öffentlichen Diskurs einigen können. Erst wenn wir diese beiden Ebenen zunächst auseinanderhalten, und auch dies würde ich eine Schwierigkeit der Wirklichkeit nennen, wird es vielleicht möglich, in einen Dialog über eine Veränderung unserer Lebensform zu treten und nicht bloß individuell, sondern gesellschaftlich andere Beziehungen zwischen Menschen und Tieren zu ermöglichen. Vielen Dank. Thank you.